In meinem Haushalt steht aktuell ein Vision-Scanner. Diesen kann ich bedienen mit dem sogenannten Button-Manager. Ich würde euch in diesem Video einfach mal durch die Funktionen führen und ich würde euch eine empfohlene Einstellung auf den Weg mitgeben. Los geht's nach dem Intro. Was ich jetzt hier euch zeige, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Dafür gibt es zum Beispiel auch noch die Kommentare. Trotzdem würde ich hier so einen kleinen Rundumschlag mal versuchen und würde die Scan-Einstellungen, die für mich am meisten Sinn gemacht haben, hier mal kurz präsentieren. Wer jetzt noch gar nicht weiß, wie er den Button-Manager installieren kann, der schaut mal ein anderes Video an. Da habe ich gezeigt, wie man das ganze Ding im WLAN einrichten kann. Und damit man dann scannen kann, braucht man entsprechend die Software Button-Manager. Die finde ich dann auf der Übersichtsseite meines Scanners bei Avision auf der Support-Page. Gut, fangen wir mal mit den Basics an. Ich mache mal mein Windows-Startmenü auf. Wir sind hier übrigens schon auf Windows 11, auch da funktioniert er einigermaßen. Und hier habe ich dann den Avision Button Manager in der Liste. Den kann ich jetzt ausführen, aber bei mir ist er schon ausgeführt, deshalb spare ich mir das Ganze. Der Button Manager selber, der hat dann auch nochmal 9 Profile. Ich finde die Bedienung jetzt nicht so super intuitiv und das ganze Design ist auch hier ein bisschen altbacken, erfüllt aber seinen Zweck. Ich persönlich benutze den Scanner nur zum Scannen, also ich werde jetzt da nichts reinschieben, was dann am Ende gedruckt werden soll zum Beispiel. Deshalb ja, habe ich halt nur einen Fokus auf Scannen und wenn ihr da einen anderen Fokus habt, dann habt ihr natürlich hier andere Profile, das ist auch ganz klar. So, die Profile sind nicht festgelegt, das ist nur so eine Empfehlung, die Avision halt schon mal mitgibt und zeigt, was der alles kann in der Theorie. Aber wir können jetzt einfach mal uns ein Profil raussuchen. Ich nehme das erste Profil, mache hier einen Rechtsklick drauf und dann bekomme ich eben die Option. Und hier wird es richtig spannend, denn das Ding ist ziemlich mächtig. Fangen wir mal hier oben an, wo die 1 steht. Das ist das erste Profil, das kann ich jetzt benennen, wie ich möchte. Ich kann es auch Profil 1 nennen, macht aber wenig Sinn. Und ich sage jetzt hier einfach PDF Drive. Das heißt, hier wird ein PDF gescannt in mein Google Drive zum Beispiel. Kommen wir zum Bildmodus. Was ist da zu beachten? Man könnte ja jetzt hier Farbe auswählen und hoffen, dass man damit alle Anwendungsfälle eben abgedeckt hat. Würde ich aber nicht empfehlen, denn wenn ich dann Graustufen scanne und das PDF wird dann als Farbe abgespeichert, habe ich eine zu große Dateigröße. Deshalb hier einfach automatisch einstellen, das kann der dann selber entscheiden. Dann gehen wir mal rechts zu den Scan-Parametern. Hier habe ich ausgewählt automatisch zuschneiden und ausrichten. Das hat den Hintergrund, dass ich ja nicht vorher immer weiß, welches Format ich hier reinstopfen will. Man sieht ja, es gibt eine ganze Menge Formate, die der verarbeiten kann. Und jetzt müsste ich ja sonst für jedes Format, das ich hier benutze, ein extra Profil anlegen. Es gibt bestimmt Szenarien, wo das Ganze Sinn macht, in meinem Fall aber nicht. Und deshalb ist das hier auf automatisch gestellt. Damit kann er mit jedem Format erstmal umgehen. Die Auflösung habe ich auf 300 dpi gestellt, die war im Standard auf 200 dpi. Ich habe es ein bisschen erhöht, weil meine Erfahrungen gerade mit der Texterkennung da deutlich besser waren. Und Platzprobleme habe ich tatsächlich keine. Also die Dateigröße wird dann natürlich entsprechend etwas größer bei einer höheren Auflösung. Ja, aber ich habe Speicher und dann lieber in einer höheren Qualität eben einscannen. Hier habe ich jetzt nicht die automatische Auflösung gewählt, weil ich nicht genau weiß, was er dann macht und an welchen Kriterien er das entscheidet. Für mich hat sich 300 dpi immer so ein bisschen als normale Allzweckwaffe rausgestellt, deshalb hier einfach so auf 300 gestellt. Ja, und jetzt wird es etwas verwirrend und unintuitiv, wenn wir zum Dateipfad hier hinten kommen. Es gibt ein lokales Verzeichnis, in dem diese ganzen Scans abgelegt werden. Ich habe natürlich jetzt vorab getestet und wenn ich mir das Verzeichnis mal anschaue, ja, dann finde ich da halt auch schon Dateien. Aber das ist nicht das Verzeichnis, wo ich eigentlich die Sachen haben will. Dafür habe ich eigentlich das Ziel. Mich wundert ein bisschen diese Benennung hier. Ist halt einfach so. Ich kann hier als Ziel dann zum Beispiel Google Drive eingeben. Und dann werden die Dateien auf Google Drive hochgeladen. Gibt hier auch verschiedene andere Ziele, zum Beispiel OneDrive, Dropbox, E-Mail, was auch immer. Das ist dann entsprechend euch überlassen. Ich gehe hier einfach mal auf Einrichtung und hier kann ich dann mein Google-Konto autorisieren. Ich muss mich also im Browser anmelden und dann wird irgendwas ausgetauscht, was dann erlaubt, dass eben hier Dateien hochgeladen werden können. Gut, das Ganze kann ich jetzt hier einfach mit OK bestätigen, was auch immer ihr halt für ein Ziel auswählt. Vielleicht wollt ihr es ja auch wirklich einfach nur lokal irgendwo abgelegt haben. Wichtig ist jetzt noch Dateiname und Dateiformat. Für mich ist wichtig, dass die einfach aufsteigend nummeriert werden, damit ich dann sehen kann, in welcher Reihenfolge was gescannt wurde. Man kann jetzt hier auch noch hergehen und so Variablen einsetzen, dann wird zum Beispiel immer das Jahr oder die Zeit angehängt. Das kann man zwar theoretisch machen, es gibt auch bestimmte Szenarien, wo das Sinn macht,
aber eine Datei hat ohnehin immer einen Zeitstempel. Hier wird also keine wirklich neue Information mitgegeben. Deshalb belasse ich es so, wie es ist und ja, lasse das einfach hochzählen. Also diese Hashes stehen hier einfach für Nummern. Dateiformat ist auch noch eine sehr wichtige Option hier. Hier könnte ich jetzt ja einfach PDF oder JPEG auswählen. Das Problem bei JPEG ist natürlich, dass die Kompression sich eher schlecht für Schrift eignet. Also da wäre ich dann eher im Nachteil, wenn ich hier JPEG benutze. Zudem, wenn ich 20 Seiten scanne, habe ich 20 JPEGs. Bei PDF wäre das der gleiche Spaß. Wenn ich 20 Seiten scanne, habe ich 20 PDF-Dateien. Erst wenn ich die Option mehrseitiges PDF hier auswähle, habe ich eine PDF-Datei mit den Dokumenten, die ich eben in den Scanner geworfen habe. Und hier wird es auch nochmal wichtig, nämlich hier kann ich auch nochmal auf Eigenschaften gehen und im Standard ist hier Quick Mode ausgewählt. Das hat den großen Nachteil, dass OCR, also die Texterkennung, hier nicht aktiv wird. Und deshalb habe ich hier irgendwas anderes ausgewählt. Ich weiß jetzt nicht genau, welches PDF was kann oder welches PDF-Format wichtig wäre. Dass dieser PDF-A-Format, das sind für Archivierungen gedacht. Also ich glaube, wenn ihr da einen speziellen Anwendungszweck habt, dann wisst ihr, was ihr da braucht. Aber für den normalen Heimanwender reicht wahrscheinlich hier irgendeine PDF-Version mit 1. irgendwas. Und hier kann ich dann eben hergehen und die OCR-Sprache aktivieren. Jetzt habe ich hier Albanisch aktiviert, das wollte ich natürlich nicht. Er macht ein bisschen Sachen, die ich ihm nicht sage. Okay, also OCR-Sprache kann ich aktivieren. Und sind wir ehrlich, machen wir auch noch gleich Englisch an. Einfach zur Sicherheit. Ich werde jetzt nicht nur deutsche Dokumente in meinem Leben scannen. So, okay, das bestätige ich einmal. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum muss Texterkennung sein? Na, das hat mehrere Gründe. Zum einen kann ich dann PDFs durchsuchen. Das ist erstmal offensichtlich. Also wenn ich die gescannten PDFs dann in einem PDF-Programm aufmache und nutze die Suchfunktion im PDF, kann ich nach Wörtern suchen. Was ich aber noch wichtiger finde, ist, dass ich die PDFs mit der Windows-Suche dann durchsuchen kann. Das heißt, wenn ich mein Dokument nicht mehr finde, weiß aber, was da grob drin steht, zum Beispiel eine Rechnungsnummer oder so, dann kann ich die Windows-Suche dafür benutzen. Für mich gibt es also ganz viele Gründe, diese Texterkennung hier einfach eingeschaltet zu lassen. Gut, dann sind wir hier durch. Ich würde jetzt zu Google Drive nichts mehr sagen. Im Prinzip ist das jetzt euch überlassen, was ihr als Ziel gerne hättet. Was ich aber jetzt vorher noch ein bisschen übersprungen habe, war die Duplex-Option. Der Scanner kann eine Seite einziehen und hat dann gleichzeitig beide Seiten gescannt. Das ist äußerst sinnvoll, denn er kann ohnehin automatisch die weißen Seiten entfernen. Dazu kommen wir später noch. Und er ist eh so schnell, dass das im Prinzip keine Rolle spielt, ob ich jetzt hier Duplex oder nicht Duplex einstelle. Was halt zu beachten ist bei dem Ganzen, also wenn ich jetzt zum Beispiel weiße Seiten entferne oder wenn ich jetzt hier anfange, Schrifterkennung oder Texterkennung zu machen, klaut er sich die Rechenleistung meines PCs. Das würde ich dann auch gleich nochmal vorführen, wie das in der Praxis aussieht. Wir gehen mal oben durch die Tabs und schauen uns da noch an, ob es da noch was Spannendes zu sehen gibt. Hier ist Farbangleichung Dokument eingestellt. Ja, für mich passt das jetzt erstmal. Ich brauche keine Farbechtheit oder sowas. Ich lasse da einfach die Standardsachen. Farbunterdrückung stelle ich auch nichts ein. Bildverarbeitung ist dann der interessante Punkt nochmal. Hier gibt es zum Beispiel Bilddrehung und Spiegelung. Und da habe ich jetzt auch ausgewählt, dass das Bild automatisch gedreht wird. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie das korreliert mit automatisch zuschneiden und ausrichten. Aber eine Automatik ist ja erstmal ganz gut und wenn ich davon nichts merke, passt mir das auch. Hier gibt es jetzt auch die Option Entfernung leerer Seiten. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Ich kann jetzt jederzeit Duplex oder nicht Duplex scannen und scanne einfach immer Duplex. Also der Scanner weiß, er scannt jetzt Duplex und wenn halt dann ganz viele weiße Seiten dabei sind, wirft er die aus dem PDF raus. Auch das würde ich gleich nochmal demonstrieren. Ich habe jetzt als Demo zwei Seiten, eine ist doppelseitig, die andere nicht und am Ende sollten wir dann drei Seiten haben. Den Hintergrund lasse ich auch mal auf automatisch und gehe jetzt auf mehr Einstellungen. So, hier gibt es jetzt noch sowas wie Ultraschallerkennung. Ich weiß nicht, ob das dann bei speziellen Medien dann erforderlich ist. Bei Papier habe ich das nicht gebraucht. Und bei der Dokumentenseparierung, das war das, was ich vorhin meinte mit mehrseitiges PDF. Hier möchte ich ja eine Datei haben und habe jetzt keine speziellen Anforderungen, wie er das trennen soll. Also ich sag's nochmal, das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gibt ja ganz viele Einstellungsmöglichkeiten und Anwendungszwecke für so einen Scanner und natürlich auch ganz spezielle Anwendungsbereiche, wo einfach ganz andere Einstellungen gesetzt werden müssen. Das sind jetzt aber einfach mal meine, die ich so gewählt habe und ich denke, ich habe die auch begründet. Vielleicht konntet ihr ja ein bisschen was daraus lernen. So, ich bestätige das Ganze jetzt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, das Ganze zu benutzen. Entweder ich drücke hier einfach drauf, das würde gehen. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, Spoiler, die bei mir nicht funktioniert. Und zwar, wenn ich hier auf Option, also hier in die Infobar gehen, rechtsklick auf das Icon des Button Managers, hier gibt es nochmal Optionen.
Und hier gibt es die Option System-Schnell-Taste registrieren. Ja, da hat er bis jetzt eine ganze Arbeit geleistet. Das ist einfach ein Hotkey. Und hier könnte ich jetzt sagen, naja, ich will Steuerung und die Ziffer 1 bis 9 drücken. Probiere ich jetzt mal aus. Ich drücke mal Steuerung und 1. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also das funktioniert bei mir nicht. Ja, ich habe jetzt einen Ton gehört immerhin. Aber macht nichts. Genau, also das hat bei mir nicht funktioniert. Warum auch immer. Ja, es gibt dann noch die Möglichkeit, hier den Button Manager zu öffnen und hier einfach drauf zu klicken. Dann würde dieser Vorgang starten. Aber mein Favorit ist eigentlich, direkt zum Scanner zu gehen und das zu starten, denn ich muss ja ohnehin zum Scanner und muss dort Papier einlegen. Ich laufe jetzt mal rüber zum Scanner, mache jetzt aber mal den Task Manager hier auf und die CPU mal nach oben, damit man jetzt sehen kann, was hier alles passiert. Wir machen jetzt eine Schrifterkennung und er muss noch die Seiten verarbeiten, ob es zum Beispiel eine leere Seite ist. Das wird vermutlich ein bisschen Rechenleistung kosten. Ich laufe mal rüber zum Scanner und drücke Scannen. Ich habe jetzt hier einfach die Anleitung hier reingelegt und eine Seite ist einfach leer, müsste er dann erkennen. Und dann würde ich mal sagen, wir wählen hier auf dem Display unseren PC aus. Und jetzt habe ich genau nämlich die gleichen Profile, die ich vorhin im Button Manager habe. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Das sind die gleichen, die ich auch auf dem Button Manager habe und kann jetzt das erste hier einfach auswählen. Und jetzt, das sieht immer so ein bisschen gefährlich aus, wenn der scannt. Ich habe da immer ein bisschen Angst, so wie der mir die Blätter entgegenwirft. Ja, das waren jetzt schon die zwei Blätter. Und ich sehe jetzt nicht, was am PC passiert, aber ich gehe jetzt mal wieder rüber. So, hier bin ich wieder am PC und da habe ich jetzt ein bisschen was gesehen, immerhin, dass hier ein bisschen CPU-Last war. Ich habe hier einen relativ potenten Prozessor, bin aber auch in der VM, also aussagekräftig ist hier im Prinzip gar nichts. Man kann mal hier reingucken, ja, viel hat er jetzt nicht gebraucht. Er ist der Ryzen 3900X, also das will ihn jetzt nicht vor irgendwelche Schwierigkeiten stellen. Auch die Arbeitsspeicherauslastung ist hier recht moderat noch, also kann ich jetzt hier nichts Gravierendes erkennen. Wir schauen mal unser Ergebnis an. Ich könnte das mir jetzt in Google anschauen, aber ich habe es ja sowieso hier liegen. Also das ist unser PDF, gehen wir mal rein. Ja, das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, obwohl ich eigentlich das Ausrichten so ein bisschen eingestellt hatte, hat das wohl nicht so hundertprozentig geklappt, also das ist jetzt nicht wirklich gut ausgerichtet. Das sieht schon besser aus, aber was ich halt auch sehe ist, die weiße Seite fehlt auf jeden Fall, das hat geklappt und ich kann jetzt hier Sachen markieren, ne? Also man sieht, ich kann jetzt Steigerungen markieren, kann das kopieren, mal gucken, ob es in der Zwischenablage ist, ja, hat er komplett richtig erkannt. Das andere, was ich gesagt habe, war, ich kann in diesen Dokumenten suchen und das ist halt eine Sache, die mir wichtig ist. Und wenn ich jetzt hier nach Evision suche, findet er auch die Dokumente, in denen das Wort Evision vorkommt. Können wir ja mal kontrollieren. Genau, das hatte ich schon mal gescannt und natürlich kommt da auch Evision vor. Also sehr nützliche Funktionen, die der Button Manager hat. Ich hätte mir ein intuitiveres Design noch gewünscht. Und manchmal habe ich auch Probleme, dass der sich irgendwie doppelt startet und dann nicht mehr zu sehen ist oder das Icon fehlt. Jeder, der dieses Problem hat, der schaut einfach mal im Task Manager unter Details. Dort findet er den Button Manager. Den kann man dann hier einfach markieren und mit der Entferntaste auf der Tastatur beenden. Dann ist der weg, also wenn er mal Probleme macht. Und dann kann man ihn einfach jederzeit neu starten. Hier werde ich jetzt gefragt, welchen Scanner er nehmen soll. Gut, Überraschung, ich habe nur einen. Drücke ich auf OK. Und das war's dann. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut mal in die Endkarte. Ich habe zu dem Scanner noch mehr Videos gemacht und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn euch das Video geholfen hat, freue ich mich noch mehr, wenn ihr meinen Affiliate-Link aus der Videobeschreibung verwendet.